Herzlich willkommen zu diesem Video. Bellende Hunde zu Hause. Meine Güte, ist das nervig. Kennt ihr das? Habt ihr so einen Hund zu Hause? Es klingelt und der Hund bellt und bellt und bellt. Und wenn der Besuch dann reinkommt, dann wird noch mehr gebellt. Das kann ganz schön anstrengend sein. Ich habe hier Tipps für euch, wie ihr eurem Hund das Bellen abgewöhnt. In erster Linie muss euch klar sein, wenn es klingelt, springen oftmals die Menschen ganz schnell auf und laufen zur Türe und öffnen die Türe. Ja, eigentlich völlig normal, oder? Oder wenn das Handy klingelt, sofort gehen die Leute ans Handy ran. Die warten keine Sekunde mehr. Und der Hund stellt die Verknüpfung her, ach, es klingelt und sofort geht's in die Bewegung. Sofort muss ich zur Türe rennen und diese Türe bewachen. Und aufpassen, wer reinkommt und bei wem ich die Fahrkarten oder die Eintrittskarten abknipse. Also, mein erster Tipp ist, übt bitte mit dem Nachbarn oder mit einem Familienmitglied das Klingeln, indem ihr jemanden klingeln lasst und bleibt einfach mal sitzen. Ich wette mit euch, euer Hund wird anfangen zu bellen. Wenn ihr aber sitzen bleibt, wird er euch irgendwann anschauen und sich darüber wundern, dass ihr so ruhig bleibt. Also bitte reagiert nicht sofort, wenn das Handy klingelt oder wenn es an der Türe klingelt. Das könnt ihr üben, das solltet ihr auch üben. Wenn ihr dann zur Türe geht, dann schimpft nicht auf den Hund ein oder textet ihn zu und sagt, nein, jetzt hör auf zu bellen, geh auf deinen Platz, lass es sein, ich will das nicht und so weiter und so weiter. Es ist doch grundsätzlich egal, ob der Hund mit zur Türe geht, er soll nur ein angemessenes Verhalten zeigen. Also, ihr müsst ihn nicht unbedingt auf seinen Platz schicken, sondern er kann ja mit zur Türe gehen, aber er soll im angemessenen Abstand warten. Und das könnt ihr wunderschön mit einem Signal eines Sch oder Warte oder Bleiben oder Moment. Sucht euch irgendein Wort aus und es wird klappen. Aber bitte in der Ruhe. Also keine Hektik verbreiten an der Türe und dann erwarten, dass der Hund ruhig bleibt oder ruhig wird, sondern ihr müsst eure ruhige Ausstrahlung auf den Hund übertragen. Was auch noch ganz wichtig ist, der Besuch, der kommt, der muss involviert werden. Also der muss auch ganz klar sich an eure Regeln halten. Wenn der Besuch reinkommt und sofort einen riesen Party eröffnet und der Hund dann rumbellt und rumspringt, ja, dann ist das nicht der Hund schuld, sondern euer Besuch. Wer sich nicht dran hält, kann gerne 5 Euro ins Sparschwein schmeißen, damit ihr nicht so oft zum Coach rennen müsst. Ja, also Ruhe bewahren, einfach mal sitzen bleiben, wenn es klingelt. Dann den Besuch natürlich darüber in Kenntnis setzen. Hey, mein Hund bellt die ganze Zeit oder belästigt meinen Besuch. Also haltet euch zurück, ignoriert den Hund und gebt mir eure Aufmerksamkeit. Und dann könnt ihr eben mit eurer Bestimmtheit und mit eurer Klarheit und mit eurer Ruhe dem Hund zeigen, bitte zurückbleiben. Und bei Hunden, die wirklich überhaupt nicht aufhören zu bellen, ist es nicht ratsam, den Hund zu schimpfen und dann zu sagen, lass es sein, aus, jetzt geh auf deinen Platz, sondern versucht dieses Bellen einfach einen kurzen Moment zu ignorieren, indem ihr euch hinsetzt und wartet. Bitte wartet. Im schlimmsten Fall macht euch mal eure Lieblingsmusik auf die Ohren, damit ihr euren Hund nicht hört, dann kann er euch auch nicht so nerven und dann setzt ihr euch nochmal hin. Also ihr lasst jemanden klingeln, bleibt aber dann sitzen, hört eure Musik, der Hund bellt und ihr bleibt einfach sitzen und atmet mal tief ein und aus. Damit der Hund lernt, ach okay, ich bringe meinen Menschen mit meinem Bellen nicht dazu, noch schneller zur Türe zu rennen, damit der Hund dann kontrollieren kann, wer da reinkommt. Übt es bitte in kleinen Schritten. Wenn es gar nicht anders geht und es bei euch auch hilft, dass ihr euren Hund auf seinen Platz schickt und er dort wartet und aufhört zu bellen, könnt ihr das auch gerne machen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch Leckerchen zur Hilfe nehmen, also dass ihr den Hund jedes Mal lobt, wenn er aufhört zu bellen. Dann könnt ihr auch mit einer positiven Verstärkung arbeiten. Heißt, ihr gebt dem Hund dann ein Leckerchen, sobald er aufgehört hat. Aber ich bin eher ein Freund davon, dass ich sage, ja,
Ich gehe zur Türe, ich regel das schon, ich regel das hier im Haus, ich regel das an der Türe, ich regel es mit dem Futter, ich regel es draußen auf der Straße, also es überträgt sich ja auf alles. Also Hunde, die drinnen die ganze Zeit bellen und kontrollieren dürfen, die kontrollieren auch draußen. Und das ist dann sehr, sehr anstrengend. Also, ihr braucht zu Hause klare Regeln, auch was das Bellen betrifft. Und wenn ihr es schafft, dass euer Hund zu Hause nicht mehr alle Leute kontrolliert und verbellt, dann schafft ihr es auch draußen angemessen mit eurem Hund spazieren zu gehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Also, geht mal klingeln und dann schaut ihr mal, wie lange ihr braucht, damit euer Hund aufhört zu bellen. Aber bitte bleibt in der Ruhe. Bitte immer alles in eurer Gelassenheit und mit guter Energie auf den Hund übertragen.